Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei House Flipper. Nachdem wir das letzte Mal hier außen erst einmal hier alles in einem richtig schönen Blau gemacht haben, also schöner auf jeden Fall wie das vorher, würde ich sagen, dass wir heute erst einmal übergehen hier, um ein bisschen Chaos zu beseitigen, vor allem auch im inneren Bereich. So, machen wir erst einmal ein bisschen den Dreck weg, würde ich sagen. Immer wieder auf die falschen Tasten. So, erstmal ein bisschen putzen. Wir werden hier aber wahrscheinlich erst einmal auch alles verkaufen. Das Einzige, was ich stehen lassen würde, das ist die Küche. Aber ansonsten würde ich sagen, dass ich alles verkaufe. Also auch die Möbel natürlich, den Teppich. Das ist alles Müll. Das Ding brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Von daher weg damit. Die kaputte Pflanze natürlich weg. Den Müll können wir stehen lassen. Das da würde ich sagen, verkaufen wir. So, das kann ich nicht verkaufen. Das da können wir verkaufen. Den alten einzelnen Schlappen. Alles vertrocknet, ne? So, die Hausschuhe mal weg. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt halt einfach nur dreckig ist, oder schauen wir mal. Ne, das gehört anscheinend so. Okay. Sprüh. Ich sollte aber erst eigentlich einmal den ganzen Müll wegmachen, oder? Das wäre, glaube ich, wichtiger, als jetzt halt hier zu schrubbern. Tun wir erst einmal den Müll einsammeln. Weg damit, weg damit. So, ja, die Dinger auch weg. Der Müll kann weg. Genau. Buchstütze. Ist da oben noch irgendwas? Nein. So, das Zeug werde ich natürlich auch verkaufen. Da kommt dann kleineres Bett rein. Ich weiß immer nicht, das ist so ein Doppelbett und dann an die Wand. Okay. So. Ja, weg. Weg damit. Das können wir auch wegtun. Da kriegen wir ja auch Geld dafür. Ja, die Regale, die verkaufe ich dann. Mülleimer, Klobürste. Okay. Okay, okay. Also, jetzt das Problem ist jetzt halt nur, wenn ich auf Verkaufen gehe, dann kann es passieren, dass ich die Schränke hier verkaufe. Deswegen möchte ich das lieber so machen. Erstmal alles, was müllmäßig ist, da brauche ich jetzt halt dann auch nicht groß aufpassen. Na, dich kann ich nicht wegtun, oder wie? Ich möchte auf die Theke. Nee, den kann ich nicht wegtun. Die kann ich nicht wegtun, aber das da. Dann muss ich dich quasi verkaufen. Zack. Okay, jetzt pass auf. Teekanne, den Schränke nicht, wie gesagt. Die können wir eigentlich verkaufen. Die Regalbretter, da werde ich wahrscheinlich was neu machen hier. Also da werde ich vielleicht Wand rausreißen oder was weiß ich. Muss ich mal gucken. Das ist ja, ne komm, das haue ich auch weg. Das ist nicht schön. Die Lichtschalter, da werde ich dann auch was Neues machen. Das modernste Ding hier drin, oder? Vor allem, du stehst am Fenster und nimmst dann das Telefon, um rauszuschauen, wer da ist. Nee, das ist ein normales Telefon, ne? So, die da, die Uhr noch weg. Den Heizkörper weg. Dann die ganzen Möbel natürlich verkaufen. Inklusive der hässlichen Bilder. Es ruckelt ein bisschen.
Ansonsten, da kann ich ja mal den Stil ändern. Das wäre jetzt, glaube ich, noch das Beste. Einfach den Stil ändern von den Sachen. Warte mal, schau mal, ob das geht. Stil kopieren. Stil ändern. Seite rechts angeschlagen, ja. Eine gelbe Küche. Weiß, Innenbereich. Basismaterial. Schwarzes Eisen, nee, sandgestrahlt, würde ich sagen. Ja. Das da. Ah ja, die Details können wir dann in schwarzem Eisen machen. Innenbereich. Das hier. Oh, warte mal. Ich mach nochmal zurück. Was ist denn? Nicht gerade gut, ne? Wenn der Kühlschrank nicht aufgeht. Vielleicht verkaufe ich den auch. Ich weiß es noch nicht. Es könnte durchaus sein. Ja, komm, wir machen es nochmal so. Zack. Details in schwarz. Die Basis habe ich aber allerdings gesagt in Sand gestrahlt. Innenbereich in weiß. Glänzender Kunststoff. Machen wir mal mit bestätigen. Aber was sind das da für Flecken drauf, ne? Das muss eine Oberflächending sein. Kann das sein, dass... Warte mal, schau nochmal auf die Basis. Gepresstes Aluminium, aber ich kann hier nichts ändern von der Oberfläche, ne? Da geht nichts. Details in dem Bereich. Nee. Das muss ich glatt nochmal suchen. So. Gut, dann lasst mal sauber machen. Die Fliesen da hinten werden ewig kommen. Oh Gott, das ist alles total dreckig. Aber ich denke, dass wir die Wände sowieso fresh machen. Weil das Gestreifte, das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Das machen wir in Neutralfarben. Ich versuche manchmal zu sprühen, aber dann will er nicht, ne? Also, hier ist alles. Da haben wir noch an der Wand. Ich dachte echt, dass die Tür dreckig ist, aber die ist anscheinend auch vom Holz her so. Ich weiß nicht, ob ich die Wand vielleicht raushau. Boden muss auch auf jeden Fall getauscht werden. Oh, da. Oh Mann. Dreck ohne Ende. Oben.
So, Schimmel weg. Oder auch noch nicht. Da oben ist noch was. Immer noch. Gehört es vielleicht in den anderen Raum? Jetzt. Es war wahrscheinlich im anderen Raum und hat hier reingeschaut. So, den Heizkörper werde ich auch noch weg tun. Da werde ich auch ein paar Sachen verkaufen, ganz klar. Da werde ich alles verkaufen wahrscheinlich. So. Dann noch das an der Decke. Gut, gucken wir mal. Da ist noch was. Verkaufen Werkzeug. Und dann tun wir nämlich jetzt mal die Sachen hier weg. So, Fenster bleibt. Lampe machen wir auch anders. Die würde ich aber jetzt halt erstmal noch sein lassen. Da können wir ja den Stil wieder ändern. Okay. Dann du kommst weg, ihr kommt alle weg. Die Fenster kann man ja, die Lichter können wir ja auch so einschalten. So, der Heizkörper noch. Licht lassen wir mal an. Steckdose. Ach komm, mach den Mülleimer weg. Du kommst weg. So. Wahrscheinlich ein wenig zu viel für die schon wieder für die Grafik, weil es so ruckelt. Okay, jetzt ist nur die Frage, ich würde die Mauer eigentlich gerne weghauen. Das würde heißen, wir machen die hier weg. Ich verkaufe das da oben auch. Ja, und da ändern wir den Stil. Auch von den Türen und so weiter ändern wir den Stil. Dann machen wir mal die Mauer hier weg. Gut. Besser. Besser ist das. Man braucht diese Mauer hier nicht. So, jetzt ist nur die Frage. Die zwei Räume hier würde ich gerne umbauen. Also wir haben ja hier im Grunde so eine Wohnküche, ne, Wohnzimmer, Küche, wo wir dann Esstisch auch noch hinstellen können. Ich würde sagen, dass wir zuerst mal die Türen hier verkaufen. Die müssen jetzt mal weg. Das Bad könnte man größer machen. Das Bad könnte ich aber auch ein bisschen verlegen, ne? Ich verkaufe mal die Dinger hier auch. Lichtschalter weg. Türstock weg. Also hier hinten würde ich sagen, das ist Schlafzimmer. Ja. Ich mache die Dinger weg. Das braucht man nicht. Also ich habe jetzt zumindest das Gefühl, dass das weg muss, weil das einfach störend ist. Jetzt habe ich schon gedacht, es geht nach da oben und haut es weg. Ja. Dann machen wir das hier zu. Man muss da nach hinten nicht rauskommen. Das ist, muss nicht sein. So.
hoffe nur, dass das funktioniert, dass ich da nicht wieder irgendwie so ein Farbbug habe. Stil kopieren, genau, gedrückt halten, kaufen. Können wir das nämlich da unten noch ergänzen. Kaufen, hätte ich sogar aufheben können, ne? Aber wusste ich ja auch nicht. Dankeschön, dann hätten wir das hier zu. Weil es muss auch wirklich nicht sein. Jetzt. So, da ist das Gras platt gedrückt. So, damit hätten wir das. Ich möchte gerne schon so einen Nebenraum behalten, das auf jeden Fall. Aber würde ich sagen, du kommst jetzt mal weg. Du kommst jetzt einfach mal hier mit rein. Ja, warum nicht? Wir machen jetzt mal. Hier hört es auf, ne? Jawohl. Das kommt weg. Oh, kann ich so viel weghauen? Gut, dann hätten wir nämlich das Bad etwas vergrößert. Wir können dann quasi da hinten vielleicht eine Duschecke hinmachen. Einfach mal ausprobieren. Ne? Zu verlieren haben wir ja nichts. So, Fenster wird verkauft, wird zugemacht. Habe ich wieder das Holz draußen verkauft. Ne? Ich bin immer zu voreilig mit dem Verkaufen. Ich sollte das einfach liegen lassen, bis ich dann wirklich fertig bin. So, du kannst weg. Und dann hätten wir hier im Grunde eine Duschnische. Moment, das will ich jetzt schnell mal machen hier, weil das Fenster bringt eh nicht sehr viel. Ne? So, Stil ändern, Stil kopieren. Zack, zack, zack. Gut, danke schön. Dann lasse ich das jetzt aber auch mal liegen. Weil wir haben ja, das passt ja eigentlich, ne? Das Einzige, was ich jetzt halt hier noch gerne machen wollen würde, das ist im Grunde das hier abreißen. Genau. Und dann würde ich allerdings gerne muss mal gucken, das muss ich bestimmt ja, das muss ich so einzeln hier hin machen. Cool. Da kann ich natürlich dann noch ein bisschen mit dem Mosaik spielen, ne? Hier am Boden. Ja, mal gucken. So, jedenfalls, wir hätten hier immer noch so einen kleinen Abstellraum. Das gemacht. Gut, ist da noch Dreck? Hier unten noch.
Hat zwar eh neuer Boden verlegt, aber das macht ja nichts. So, wie schaut's hier aus? Sauber. Gut. Gut, da bin ich doch schon mal zufrieden. Wir können auch hier eine... Jetzt überlege ich gerade, ob ich das Fenster versetze. Oh Mann. Weil im Grunde, wir können das als Badezimmer und natürlich auch als Waschraum nutzen oder sowas, dass man hier hinten dann Waschmaschinen zum Beispiel, eine Waschmaschine reinstellt, einen Trockner, dass man das Eck hier als Wäscheecke nimmt, die Dusche vielleicht hier vorne mit rein. Nee, vielleicht dann hier vorne die Waschmaschinen oder sowas. Ja, mal gucken. So, das kann man lassen als Schlafzimmer. Ohne Probleme. Und die Küche, wie gesagt, da würde ich nur den Stil ändern. So, Stil ändern von diesem Ding hier. Schauen wir mal, die Arbeitsplatte. Abgerundet vorne, eckig. Ja, eckig passt schon. Die Griffe ist natürlich so eine Sache. So die 0815 Griffe, warum nicht? Die Basis, was ist das? Ach so, das ist da unten der Sockel. Puh. Einen schwarzen Sockel. Ja, warum nicht? Die Oberseite, das ist die Arbeitsplatte. Ich würde es jetzt nicht zu dunkel machen. Rötlich schaut jetzt auch nicht unbedingt gut aus, aber so neutrales Holz, ne? Hier so europäisches Eschenholz. Und die Vorderseite nicht in der gleichen Farbe, vielleicht eher dunkel? Nee. Warte mal, was gibt's noch? Kork? Abgewanztes Holz, beschädigtes, lackiertes Holz, warum nicht? Und dann eben in einer hellen Farbe, dann hat es ein bisschen einen Vintage-Look. Vielleicht ein bisschen abgespeckt von der Farbe, das ist nicht, muss ich nur die Arbeitsplatte nochmal ändern. Warum nicht? Die Griffe kann man ja schwarzes Eisen lassen. So, die Oberseite machen wir dann auch Vintage, allerdings eher dunkel, die dunkle Arbeitsplatte, so dass man aber die Struktur noch sieht. Ja. Dann wäre allerdings unten der Sockel dann eben auch in dem Material. Und dann ungefähr die gleiche Farbe, ne? Ja, das müsste passen. Machen wir doch mal. Jo, dann machen wir nicht Stil ändern jetzt, sondern einmal Stil kopieren. Stil kopieren. Einfügen. Das ist schon eine komplett andere Optik, ne? Den Ofen werde ich auf jeden Fall auch anders... Okay, warte mal. Stil kopieren? Ne, das ist blöd, ne? Ne, nochmal. Stil kopieren. Stil einfügen, dass wenigstens die Arbeitsplatte dann... Ich weiß nicht, was diese Flecken sind, ne? Also du kommst auf jeden Fall weg. Ich denke mal, dass das wirklich zum Verkaufen ist, weil das ist, nee. Auch den Kühlschrank, den tue ich jetzt mal weg. Die Fliesen werden wir auch ändern, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bleib mal hier drauf. Duplizieren. Der müsste eigentlich hier noch mit reinpassen, ne? Ja, der passt mit rein.
Dann wäre im Grunde noch innen Haushaltsgeräte. Dann schauen wir mal, was wir hier an Backöfen haben. Ein Backofen Crane. Nee. Das schon eher, ne? Ich weiß aber nicht, ob der jetzt zu dem Stil passt. Warte mal, was ist denn, bist denn du? Stil ändern. Schrank Brooks. Der Brooks ist es. Dann gehen wir doch mit Brooks ein. Doch, da haben wir doch. Brooks. Kühlschrank, Backofen, Brooks. Das ist der. Okay, dann passt der nämlich auch hier optimal rein. Wir nicht Stil ändern, sondern Stil kopieren und einfügen. Und dann passt es nämlich auch hier rein. Wir müssten nur hier, nein, den Stil ändern, dass der Backofen vorne dran eher schwarz oder keine Ahnung. Ich würde den Griff sagen im schwarzen Eisen, dass das passt zu den Griffen. Und da machen wir einfach einen schwarzen Ofen. So. Innenbereich ist eigentlich innen auch immer schwarz, ne? Bestätigen. Jetzt nur noch, dass man die Dinger hier die Knöpfe drehen kann und die Uhr einstellen kann. Das würde jetzt noch fehlen, aber das ist doch schon mal besser. Jetzt haben wir natürlich noch keinen Kühlschrank, ne? Das ist jetzt das Einzige, aber das werden wir uns dann beim nächsten Mal überlegen. Mal gucken. Vielleicht machen wir hier auch in den. Ja, ich muss mal gucken, wie das dann ist. Alles klar, das soll es dann aber für heute auch gewesen sein. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.